Nicht mehr allzu viele. Ich weiß, es gibt noch Rouge, also halt rot. Aber mehr ist, glaube ich, noch nicht draußen bisher. Und ich hoffe, es kommen auch nicht mehr so viele. Ich finde zwar die Idee an sich ganz cool, aber es sind halt immer auch wieder ein paar Kurzgeschichten dabei, die man jetzt nicht so gut findet. Und dann sind 12 Euro halt doch ein bisschen hart. Ja, aber naja. Den hier fand ich aber bisher, glaube ich, mit am besten eigentlich. Hat der mir gefallen. Abgesehen von diesem Cover. Ich finde das Cover ehrlich gesagt nicht wirklich schön. Da hätten sie vielleicht lieber eine von den Farbseiten nehmen können. Die sind alle so hübsch hier. Und also im Gegensatz zum Cover, so vor allen Dingen die beiden hier fand ich richtig schön. Ja, ich kann ja mal kurz so ein bisschen durchgehen. Moment, wo ist denn hier nochmal diese Karte? Da könnt ihr nochmal sehen, wie ich die bewertet habe. Ist fokussiert. Das Licht ist halt jetzt nicht mehr so gut, aber ja, so habe ich die halt bewertet. Eigentlich ziemlich viele mit grün, also mit gut, weil da dieses Mal ziemlich viele gute dabei waren. Und ja, ich blätter einfach mal so ein bisschen durch. Also hier Blue Line, das war ganz süß. Dann hier, das ist meine Lieblingsstory, die Arbeitslose und das Schulmädchen. Ich hoffe, von Kano wird mehr rauskommen oder vielleicht gibt es auch mal ganze Manga von ihr, also nicht nur so Kurzgeschichten. Würde mich sehr freuen. Muss ich vielleicht mal online nachgucken. Dann gab es hier eine von Miman, von halt der Mangaka von Café Liebe. Die hat mir auch ganz gut gefallen, war sehr süß. Ich mag auch einfach ihren Zeichenstil. Hier Ohrmunikation von der Mangaka von Bloom Interview. Das fand ich auch ganz nice. Dann dieses hier, wie man ein Mädchen rumkriegt, fand ich nur so ganz nett. Weiß nicht so besonders. Das hier hat mir auch ganz gut gefallen. Unvollendeter Prolog. Das ist von der Mangaka von Ich möchte dich weinen sehen. Da war ich mir mal unsicher, ob ich mir den irgendwann mal holen soll. Aber jetzt hat mir die hier ganz gut gefallen. Da vielleicht mal irgendwann. Dann Im Busenglück. Der Name war etwas okay. Es war hier so Vorpanel-mäßig. Aber es war eigentlich doch ganz süß. War auch ein bisschen weird mit dieser ganzen Milchgeschichte. Aber ansonsten ganz nett. Ja, dann die Story hier mag ich absolut nicht. Eine Festung aus Dauerampfer. Da gibt es ja auch schon, also das ist ja auch eine Fortsetzung von den Bänden davor. Und jedes Mal wieder war ich so, was hat das mit Girls Love zu tun? Und also so ein bisschen schon, aber gefällt mir einfach nicht. Annäherung, ja, so ein Lehrer-Schüler-Dings, ganz nett. Aber es ist nicht viel passiert. Dann macht die Augen auf. Da konnte eine die Gedanken von jemand lesen, wenn sie in die Augen guckt. War deswegen schüchtern, aber das war dann auch ganz süß mit dem Ende. Jetzt zeige ich sie auch mal ein bisschen was anderes. An einem Nachmittag, ja, das war so, naja. Allgemein die Kurzgeschichten mit der Mangaka fand ich jetzt nicht so. Ja, der hat mir leider auch absolut nicht gefallen. Schwesternliebe. Dabei mag ich die Mangaka richtig gern. Und es hat mich auch nicht gestört, dass die Schwestern sind, so I don't care. Aber einfach, es war schlecht geschrieben irgendwie. Die Charaktere kamen richtig komisch rüber und hat mir einfach absolut nicht gefallen. Der Zeichenstil ist ja auch noch ziemlich anders. Weil die Mangaka ist von Sonnensturm und hat auch schon einige Boys Love und Girls Love gemacht, die ich online gelesen habe, die mir sehr gut gefallen haben. Aber das hier scheint ein Erstlingswerk gewesen zu sein von ihr oder so halt früher. Und es hat mir einfach irgendwie nicht gefallen. Dann Sato und die Tränen von zwei Frauen, das fand ich ganz nice, hat mir gut gefallen. Auch so ein bisschen ältere Charaktere im Job. Liebesbonbons, da. Das war auch ganz süß. Dann noch, es soll ein Girls Love Manga werden. Von der Mangaka, die Sachen haben mir davor nicht so gut gefallen, aber das fand ich lustig, weil es witzig ist. Also es hat so selber darüber geredet, was eigentlich ein Girls Love Manga ausmacht. Und ich finde halt auch bei vielen Mangas, die als Girls Love angegeben sind, sind nicht wirklich Girls Love. Da fand ich das ganz interessant. So, dann kommen wir zur vorletzten Sache oder zum letzten Manga. Ach, gefällt mich, dass es hier schon so dunkel ist, aber ja. 20th Century Boys Band 4. Ich mache auch gleich mal diesen Schutzumschlag auf, weil man einfach nicht richtig blättern kann. Ich hasse die Aufmachung von diesen ultimativen Editionen. Ich finde die Sache an sich cool, aber die Aufmachung ist einfach mein. Ach so. Da haben wir den Band dann mal zum Reinblättern richtig. So, und der war wieder absolut toll. Ich liebe einfach diesen Manga.
Ich zeige erstmal auch die ganzen Farbseiten, während ich so ein bisschen erzähle, weil die waren auch alle echt cool. Da waren diesmal ziemlich viele drin. Ich hoffe, ich finde sie alle. Ja, am Anfang brechen ja hier Otto, hieß er, glaube ich, ne? Und dieser andere Typ aus dem Gefängnis aus und sie schaffen es auch, was ich sehr cool fand. Und ja, zwischendrin sieht man auch mal wieder immer aus der Kindheit von denen hier zum Beispiel, auch wo sie zu diesem einen, dieser einen Ausstellung gehen wollten und sowas, was auch sehr interessant ist, als nicht so viel zur Story mehr beiträgt, aber ja. Und dann gibt es halt noch so eine Art neuen Story-Arc von einer Schülerin, die halt ein, hier ist eine Farbseite, die ein Referat halten soll und sie hat sich halt entschlossen, das über die Kenji-Gruppe zu machen, die halt in die Geschichte aber als Terroristengruppe eingegangen sind. Und sie erfährt dann jetzt auch die Wahrheit, wie halt hier dieses Kapitel heißt, weil es so war, dass dieser Roboter, der hier war, eigentlich nicht der richtige Roboter war. Der war quasi nur so eine Art Ablenkung. Und als die dann versucht haben, den aufzuhalten, hat der Freund so getan, als ob das den ihr Roboter war und sie somit als Bösewichte dargestellt und sie dann mit seinem eigenen Roboter quasi aufgehalten und dann halt gewonnen und ist dann halt als Held in die Geschichte eingegangen und so weiter. Und ja, hier müsste dann auch gleich noch eine hier sein, Farbseite sein, wo sie halt auch dachten, sie haben den Freund gestellt, aber das war der dann halt auch gar nicht. Und so ist dann halt auch noch einer von denen gestorben, was halt voll schade auch wieder war. Und hier müsste es, glaube ich, ist hier noch was? Nein, es ist immer so schwer, die Farbseiten zu finden. Ah, hier, genau, die fand ich auch richtig toll. Das ist halt so, hier redet er halt darüber, in diesen 3 Minuten, in denen das Lied in der Mittagspause lief, war ich unbesiegbar. Und ich weiß nicht, da hatte ich richtig die Feels. Ich habe es so gelesen und es war einfach so, yes. Es war so ein richtig cooles Feeling hier. Ja, und so hat dieses da halt geendet und diese Schülerin hat jetzt halt diese Wahrheit herausbekommen, weil es hat ihr, glaube ich, dieser heilige Vater da erzählt. Und weil der irgendwie auf dem Mond war, ich weiß auch nicht so ganz, was das war. Aber ja, und hier sieht man auch nochmal so ein Bild. Ja, und sie wird dann halt jetzt von dieser Freundschaftspartei so eingeladen, sag ich mal, weil alle, die über dieses Thema auch recherchieren und sowas, werden in so ein komisches Camp geschickt, wo die dann so irgendwie so Aufgaben bewältigen müssen. Auch so Virtual Reality Games, wo dann hier so Kenji und die ganzen also als Gegner auftauchen, um die so ein bisschen zu brainwashen, dass die halt nicht denken, dass die irgendwie gut sein könnten. Und sie kommt da halt auch hin und findet hier auch so, hier steht dann so Taskete, also so Hilfe an der Wand und sowas. Und merkt, dass da irgendwas nicht okay ist. Und der Hausmeister von da kommt dann raus, dass das einer von den von der Gruppe halt von damals ist. Ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr. Müsste ja am Anfang stehen. Moment. Ist immer so gut, wenn Mangas so ein Charakter-Dingens hier vorne haben. Hier der Yoshitsune. Genau, der ist es und der hat halt überlebt. Eigentlich da denken die alle, der wäre halt auch tot. Aber ja, und er meinte, sie muss halt eine von den Besten werden bei diesem Programm, weil die besten drei irgendwie sowas Besonderes bekommen und er möchte halt wissen, was es damit auf sich hat. Und sie schafft es dann auch und sie kommt dann in so eine, wie in so ein Flashback irgendwie, aber so Virtual Reality, es ist so, als ob sie wirklich dort ist. Und das ist halt auch eine Story aus der Kindheit und vom Galgenhügel hier. Und da wird dann die Identität des Freundes quasi fast aufgedeckt. Also man sieht es hier so ein bisschen, aber kurz bevor sie es halt aufdeckt, hört halt der Band auf und ich bin so, oh mein Gott, es ist so spannend. Wer ist jetzt der Freund? Und weil man dachte ja am Anfang, es wäre dieser eine Typ mit der Maske, aber irgendwie wurde dann, glaube ich, gesagt, dass er es doch nicht ist und so. Und aber wenn sie das jetzt erfährt, wird sie wahrscheinlich umgebracht. Und ja. Wo ich mir halt auch so denke, wieso gerade die, die am besten abgeschnitten haben, die am besten quasi gebrainwashed wurden, denen wird dann die Wahrheit erzählt und dann umgebracht oder so, das ergibt ja auch irgendwie wenig Sinn. Aber ich bin jetzt voll gespannt, so wer ist jetzt der Freund und alles und ach, wieder richtig guter Band. Also die Reihe ist echt richtig, richtig toll. Da möchte ich mir jetzt eigentlich doch schon nächsten Monat auch gerne Monster kaufen, aber eigentlich habe ich dafür kein Geld. Aber die Manga von den Mangaka sind einfach richtig cool und ich hoffe mir noch mehr davon kaufen zu können. Ja, dann die letzte Sache, die kein Manga ist, die ich halt hier noch so mit reinnehmen wollte. Jetzt habe ich ja eh noch Zeit, das sind schon 3 Parts.
Ja, und zwar ist das The Legends of Zelda Ocarina of Time. Ja, und zwar ist die Sache so, ich will mir dieses Jahr eine Switch holen, weil ich unbedingt Breath of the Wild spielen möchte. Aber ich habe bisher noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Ich habe schon ein paar Let's Plays gesehen. Ich bin ziemlich ein Let's Play-Fan. So. Ich spiele zwar auch gerne selber, aber ich bin wirklich an manchen Stellen mehr so ein Zugucker. Allerdings hat mich das jetzt voll gereizt und ich mag halt vor allen Dingen auch Nintendo-Spiele und da dachte ich mir, ich möchte mir jetzt endlich eine Switch holen, ich möchte es wirklich spielen, vor allen Dingen auch, weil Animal Crossing nächstes Jahr rauskommt. Ich liebe Animal Crossing, ich möchte es neu gerne spielen. Und ja, da dachte ich mir jetzt halt so, bevor ich Breath of the Wild spiele, möchte ich halt gerne noch ein anderes Zelda-Spiel gespielt haben und habe mal geguckt, was es halt für die Konsole, die ich habe, den 3DS, gibt. Und ja, ich glaube, es gab drei Stück, irgendwie Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, glaube ich. Und doch, es gab noch mehr irgendwie. Aber ein paar waren auch mehr so dann diese Chibi-mäßigen Sachen eher. Und von dem habe ich halt gehört, das soll voll gut sein. Ich glaube, es ist auch das erste oder so. Und das gab es ja damals für Nintendo 64, glaube ich. Ja, da dachte ich mir, fange ich halt jetzt mal mit dem an. Aber ich muss sagen, ich bin schlecht darin. Ich bin einfach zu dumm für Zelda. Diese ganzen Rätsel, ich finde die zwar cool, aber ich check das halt immer nicht. Und ich bin so eine Person, ich spiele gerne mit Lösungen. Ich weiß, manche Leute mögen das nicht. Da fällt mir auch ein. Das hätte ich auch noch mit ins Update nehmen können eigentlich. Ich habe mir nämlich das Lösungsbuch zu Breath of the Wild schon gekauft, weil ich es einfach so unglaublich schön fand. Und ich musste es einfach haben, auch wenn ich das Spiel noch nicht habe. Es ist vielleicht ein bisschen weird, aber was soll's. Ja. Aber jedenfalls, ich spiele halt gerne mit Lösungen. Ich versuche zwar immer so, was ich halt selber machen kann, zu machen, aber wenn ich halt an einem Punkt hänge, bin ich nicht so jemand, der dann da ewig lange rumprobiert. So stundenlang da sich dann dran aufhängt, sondern ich gucke dann einfach nach, weil ich sowas halt nicht mag. Ich will das flüssig spielen und ich habe hier halt auch bei einigen Stellen halt dann schon nachgeguckt. Ich bin gerade da, wo man jetzt endlich der große Link ist und ja, ich hänge an der Stelle, wo man Epona bekommen kann und ich schaffe einfach dieses verdammte Rennen gegen diesen Dude dort nicht, bis ich erstmal gecheckt hatte, wie man dieses Rennen auslöst, weil ich hatte die ganze Zeit nicht 50 Rubine dabei und wusste nicht, dass man die braucht. Irgendwie kein. Ich meine, es hatte Sinn gemacht, aber ich kam da einfach nicht drauf, weil. Keine Ahnung, ich bin leichtere Spiele gewohnt, vielleicht liegt es daran. An sich finde ich es schon ganz nice, aber ich bin jetzt auch nicht so mega begeistert davon. Ich denke, das ist auch so eine Sache, wenn man es halt einfach von früher kennt, ist das nochmal anders, so mit Nostalgie und sowas einfach. Also ich finde es, ne, auf jeden Fall nicht schlecht, aber. Ja, es ist ein bisschen schwer für mich. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ja, ich wollte es halt so ein bisschen erwähnen. Vielleicht auch. Ich hatte auch schon auf Insta, als ich es gepostet habe, mal so gefragt, was vielleicht so das Lieblings-Zelda-Spiel von den Leuten so ist. Kann man vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn man will. Aber ich denke, Breath of the Wild wird mir auf jeden Fall mehr gefallen. Also mir hat das Let's Play, was ich halt von zwei Leuten bisher schon gesehen habe, mega gut gefallen. Ich bin auch gerade am Weiterschauen da, weil es sind lange Let's Plays und sowas. Und wenn ich es dann selber spiele, ich werde auch alle Nebenquests und sowas auch machen, weil ich die alle auch voll cool gemacht finde. Ich weiß nicht, ich finde das Coole daran ist halt, dass es so eine Open World hat und sowas. Und ja. Naja, wie auch immer, das war es dann von dem Update diesmal wieder ziemlich lang. Ja, aber ich hatte auch einige Sachen diesmal wieder geholt, auch die ganzen One Piece-Bände. Ja, nächsten Monat wird wahrscheinlich auch wieder einiges, aber von den Neuheiten nächsten Monat ist nicht so viel. Das sind dann eher auch so. Die extra Sachen vielleicht. Wobei, das ist ja auf einen Magic habe ich nicht mal so viel extra Zeug gekauft. Naja, okay. Genug gelabert. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.